Bin ich wieder. Wir müssen jetzt hier unsere letzte Masche am Ende der Reihe häkeln. Da haben wir dann wieder, da habe ich jetzt wieder die zweite Farbe, habe ich jetzt hier. Darauf gehäkelt. Ihr seht diese tollen, das tolle Muster, ne? So sieht das im Moment aus. Jetzt nehme ich hier, also ich diesen Faden hier. Habt ihr jetzt schon gesehen, der weiße Faden liegt direkt drüber. Den verkreuze ich jetzt und hole mir den Faden über oder unter dem roten Faden durch und schon habe ich hier kein Loch und kann jetzt den weißen Faden wieder mitnehmen, ziehe hier den roten so ein bisschen strammer, ziehe jetzt, nee, das war jetzt gerade eben falsch, also den roten so drunter lassen und ja, aber anders geht es ja gar nicht, ich muss das doch so machen. Wir müssen nämlich jetzt, wenn ich jetzt wüsste, wo jetzt hier die letzte Einstichstelle rausguckt, ich glaube da. In dem ganzen Farbgetümmel sieht man es kaum. Ihr müsst in die dritte Luftmasche vom Ersatzstäbchen der Vorreihe. Da müsst ihr euer letztes Stäbchen mit der anderen, mit der weißen Farbe wieder reinmachen. Dann diesen roten Faden, der jetzt hier die ganze Zeit noch da unten unter dem weißen Faden ist, bisschen noch anziehen, damit ihr kein Loch kriegt, ein bisschen festhalten, also beide Fäden quasi festhalten. Den weißen Faden habt ihr ja hier auf Spannung und den roten Faden habt ihr hier unten drunter auch ein bisschen mit festhalten, damit es kein Loch gibt. Jetzt mit dem weißen Faden drei Luftmaschen für die Höhe und als Ersatzstäbchen für die nächste Reihe und dann wenden. Jetzt lasst ihr den roten Faden einfach hängen, ja? Einfach hier am Rand so hängen lassen, weil ihr habt jetzt den weißen da so. Ich habe den weißen Faden wieder und mit dem häkle ich jetzt weiter. Und zwar fange ich hier wieder an, da, damit ich nicht schief werde. Ich kann auch hier anfangen, aber dann nehme ich wieder zu. Das möchte ich nicht. Ich versuche es mal, ob ich dann zugenommen habe. Ob das jetzt schräg läuft oder ob das gerade läuft. Ne? Läuft tatsächlich gerade. Okay, dann können wir. Habe ich jetzt also jetzt gesehen, da über dem Ersatzstäbchen habe ich jetzt, also neben dem Ersatzstäbchen, habe ich jetzt nochmal in die allererste Lücke das zweite Stäbchen gearbeitet. Und jetzt wieder in die, jetzt nicht hier in die Lücke rein, ne, sondern in das in den Maschenkopf da rein. Ihr müsst schauen, dass ihr dann zwei Maschenglieder auf der Nadel habt oder Maschenbeinchen, wie auch immer ihr es nun bezeichnen möchtet. Und dann macht ihr hier fleißig eure Stäbchen weiter. Immer in den nächsten Maschenkopf rein. Na, ab und zu erwischt man nicht alle Fäden auf einmal. In den nächsten Maschenkopf. Nächstes Stäbchen. Da ist der nächste Maschenkopf. Stäbchen rein. Joa. Und so arbeitet man bis zum Tal weiter. Hier kommt das Tal. Ne?
haben wir eine feste Masche fast gemacht. Das geht ja mal gar nicht. Ich habe den Faden vergessen mitzunehmen. So, den Umschlag habe ich vergessen. So, jetzt haben wir hier das Tal. Heißt, wir müssen da. Da müssen wir unser letztes Stäbchen raushäkeln. Ich bin also hier ein bisschen zu weit gegangen. Ich habe jetzt hier, muss ich meine, ich zeige euch das nochmal. Ein Stäbchen oder ja, eine Masche vom Stäbchen oder so. So, dann Umschlag auf die Nadel. Nur halbes Stäbchen, zwei Schlaufen abmaschen, zwei Schlingen. Dann geht ihr hier vorne rein. Auch nur zur Hälfte. Zwei Schlingen abmaschen, habt ihr drei auf der Nadel und jetzt noch mal als letztes. Nee, ja doch, als letztes hier rein. Da ist euer letztes, muss euer letztes Stäbchen rein. Ja? Dann habt ihr genau über der letzten Talreihe euer nächstes Tal gemacht. Gearbeitet. Fertig. Weiter geht der Spaß. Daneben die Masche, ein Stäbchen rein. Jetzt wieder hier das nächste. Immer Stäbchen arbeiten. Da ist euer nächster Maschenkopf, beziehungsweise ja, Maschenkopf. Vom Stäbchen, vom letzten, vom Stäbchen der Vorreihe. Ich nehme euch jetzt noch mal mit. Bis zur Spitze. Der Faden läuft nicht so, wie ich das gerne möchte. Hier müssen wir wieder aufpassen bei der Spitze, dass wir da auch auf die zweite Masche oder auch Mitte des Dreierpacks treffen. Da habe ich jetzt, nee, doch, vorletzter Maschenkopf. Bevor drei Stäbchen in einen Maschenkopf, der kommt nämlich jetzt, gearbeitet werden müssen. Na, kriegt das eingefangen mit der Kamera? Ja, da seht ihr es. Da sind die drei Stäbchen in einer Masche und auf das nächste, auf diesen Maschenkopf hier, müssen jetzt drei Stäbchen für die nächste Spitze, also in den Maschenkopf, dreimal ein Stäbchen rein häkeln. Dann habt ihr eure nächste Spitze gearbeitet. Ich zeige euch dann nochmal, wie die Spitze aussieht. Kann man am besten zeigen, wenn man ein paar Stäbchen weiter gearbeitet hat. Dann sieht man das am besten, wie es ausschaut. Wartet. Ich gehe mal ein bisschen zurück von euch. Sonst kann man das, glaube ich, gleich nicht so gut erkennen, wenn ich hier ein paar Stäbchen gearbeitet habe, wie das dann so aussieht, wenn man so dicht vor der Kamera ist. So, naja, ein bisschen dichter geht das schon, wegen dem Kontrast jetzt weiß und rot. Ne? Das Rot kommt in der Kamera echt wie Lachsfarbe rüber, so ein bisschen. Ne? So, Talspitze. Und so arbeitet ihr das jetzt weiter. Ich habe euch jetzt gezeigt, wie es mit der Überkreuzung geht. Wenn ihr das nicht machen wollt, vollkommen in Ordnung, lasst es. Aber es sieht einfach besser aus. Also ich mag das lieber. Ich mag dieses,
Das, was nicht jeder mit sich trägt. Und Langeweile mag ich überhaupt nicht. Und das wäre langweilig gewesen, ja. Wenn ich nur mit einer weißen Farbe gearbeitet hätte oder nur mit einer roten Farbe. Nee. Also ich finde es ja, für mich persönlich finde ich den Kontrast besser. Ich mag das. Ich mag sowas. Ich bin nicht so eine langweilige 0815 Kuh, womit ich jetzt keinen beleidigt haben möchte. Ja, jeder so wie er mag. Wenn ihr sagt, nee, ich bin aber eine 0815er Kuh, dann ist das so. Ja, ich möchte wirklich niemanden beleidigen. Nein, ich bin halt locker drauf. Ne, habe ich ja schon mal erklärt. Ich bin nicht so jemand, der mit dem Strom schwimmt. Ich bin eher jemand, der gegen den Strom schwimmt. Ich mache mein eigenes Ding, das wollte ich damit sagen. Möchte wirklich niemanden beleidigen. Ja, das soll einfach nur so ein lustiger Spruch jetzt gewesen sein. Weil ich ja auch über mich gesagt habe, dass ich halt keine 0815-Kuh bin. So, viel gesabbelt. Jetzt sind wir wieder hier an der nächsten Spitze. Quatsch, am nächsten Tal. Wenn ihr es für euch entscheidet, dass ihr lieber eine Farbe nur nehmt, dann ist das so und dann macht das auch so bitte. Ich bin keine Richtlinie. Ja? Wenn ihr das mögt, wie ich das mache, könnt ihr es gerne nacharbeiten, selbstverständlich. Dafür zeige ich es ja auch, wie es dann funktioniert. Wenn ihr es aber nicht wollt, macht es, wie ihr es gut findet, wie ihr es mögt. Mehr möchte ich damit gar nicht gesagt haben. Keine Beleidigung, kein gar nichts. Ja? So. Zwei. Hier habt ihr jetzt euer nächstes Tal. Und hier ist die letzte Einstichstelle für das letzte Stäbchen, damit es ein Tal wird. Hier habe ich jetzt schon zwei Schlaufen auf der Nadel. Dritte Schlaufe kommt jetzt dazu oder Schlinge. So, und jetzt muss man in die letzte Einstichstelle hier von diesen drei zusammen abgemaschten Stäbchen muss jetzt das letzte Stäbchen reingearbeitet werden und zur Hälfte nur abgemascht. Und jetzt alle vier auf einmal abmaschen, damit ihr euer Tal bekommt. Na, das wollte jetzt auch nicht so, wie ich wollte. Und jetzt arbeiten wir wieder bis zur nächsten Spitze. Stäbchen weiter. Alles gar nicht so einfach, ne? Wortwahl richtig zu treffen und zu finden. Ich möchte echt keinen beleidigt haben, gerade absolut gar nicht. Ist nicht so einfach alles. Ich möchte auch nicht gegen die Regeln von YouTube verstoßen haben, um Gottes Willen. Nur, ich bin halt locker drauf, ich kann es nicht ändern. So, und wir kommen schon zu unserer nächsten Spitze. Die habt ihr jetzt gleich. Ich ziehe es mir ein bisschen auseinander, damit ihr sehen könnt. Da sind die drei Stäbchen in der Vorreihe in eine Masche gearbeitet. Wir müssen also auf dieses mittlere Stäbchen hier, auf das zweite Stäbchen von den dreien. Ich bin also ein Stäbchen davor, ein Maschenkopf davor. Den arbeite ich noch ganz normal für sich alleine. Und jetzt bin ich hier bei dem zweiten Stäbchen, Maschenkopf. Da müssen jetzt drei Stäbchen reingearbeitet werden. Eins, zwei und nochmal in die gleiche Einstichstelle das dritte. Und schon habt ihr über eurer letzten Spitze der Vorreihe eure neue Spitze gearbeitet.
Ich zeige euch gleich nochmal, wenn ich ein paar Stäbchen weitergearbeitet habe. Und dann hoffe ich mal, dass ihr das alles auch so verstanden habt und nacharbeiten könnt. Wenn nicht, bitte unten im Video in die Kommentare reinschreiben, was ihr nicht wisst. Ich helfe gerne, ja. Bin immer für Kritik offen, kein Problem. Nur redet halt mit mir, das ist wichtig. Wenn ich nichts weiß, dann kann ich auch nichts verbessern. So, das haben wir bis jetzt gearbeitet. Ja, das ist also jetzt so, müsst ihr euch das vorstellen. Oder was heißt vorstellen? Das ist so. Weil das hier ist die Länge. So, wir häkeln jetzt komplett die Breite mit dem Muster. Mit diesem Wellenmuster oder Zickzackmuster. Ist ja eher Zickzack, ne? So sieht das Muster jetzt aus. Von der Schulter runter gemessen bis kurz über dem Knie die Länge dieses Pareos. So, es sind schon wieder 16 Minuten. Ich mache jetzt beende das Video. Jetzt wisst ihr, wie ihr überkreuzen könnt und alles und wie ihr die Farben wieder wechseln könnt, wenn ihr sie dann auch so macht oder habt wie ich. Wenn ihr nur eine Farbe habt, ist das eh ganz egal. Dann einfach nur das Muster weiter nacharbeiten und fertig. Ich arbeite jetzt meine Breite, ja, weil man hat es ja nun mal so vor der Nase, es wird aber so getragen. Und deswegen, ja, es sieht so aus, als wenn man jetzt die Länge arbeitet, ne? Nee, man arbeitet die Breite. Okay, ich mach mal einen Zwischenstand irgendwie oder auch nicht, ich muss sehen, weil ich jetzt auf ungefähr 1 Meter Breite kommen muss. 100 Zentimeter ungefähr muss ich jetzt häkeln. Uff. Wird ganz schön viel und lange werden. Ist aber leider so. Ich kann es nicht ändern. Habt ihr ja gesehen. Ich bin eine XXL-Frau. So, bis zum nächsten Video. Gute Nacht. Schlaft schön. Bis zum nächsten Video.